SLS GmbH ist keine Werkstatt. Die gezeigten Arbeiten, die wir selbst an unseren Fahrzeugen vornehmen, sind lediglich Erfahrungsberichte und könnten Fehler beinhalten. Sie sind daher nicht als professionelle Anleitung zu verstehen. Aufträge können leider nicht entgegengenommen werden. Moin, ich bin Nils. Und ich bin Hanno. Und heute müssen wir uns mal wieder mit unserem 450 SL beschäftigen. Wir sind immer noch nicht ganz zufrieden mit dem Leerlauf. Gerade im Übergang von der Kaltlauf- in die Warmlaufphase ist die Drehzahl immer noch zu hoch. Und da gehen wir heute nochmal bei. Ja, hier haben wir jetzt so einen Zusatzluftschieber in neu. Sieht auch ein bisschen anders aus als das Alt-Original. Aber das ist das, was man bei Mercedes kriegt für 700 Euro ungefähr. Ja, 700 Euro, eine Menge Geld. Sparen wir uns. Bei diesem 79er Jahrgang, Car-Jet-Tronic, haben wir eigentlich einen mechanischen Zusatzluftschieber, der die Menge der Leerlaufluft regelt, indem er einen kleinen Kolben per erwärmendes Kühlwasser hier in dieses Gehäuse schiebt und dann zuerst viel bei kaltem Motor und später bei warmem Motor wenig Luft durchlässt. Der Luftdurchsatz bei unserem Zusatzluftschieber ist offensichtlich zu lange zu hoch, da wird der Querschnitt nicht zugefahren. Wie würde man denn das eigentlich einfacher lösen? Also früher gab es einen Schok. Lass uns doch einen Schok einbauen. Ja, hier haben wir jetzt unser Schok-Set zum Sparpreis ausgelegt. Hier haben wir ein Heizungsventil aus dem Golf 2, ein paar Schläuche aus der Grabbelkiste unserer Muster. Dann haben wir hier eine Drahtzughülle, gibt es als Meterware bei uns im Shop. Und ein Stück Weidezaundraht. Funktioniert ganz wunderbar damit. Ja, und dann bauen wir das Ganze mal zusammen. Das ist doch schön geworden. Sauber verlegt, hier der Schokzug. Prima. Mach mal eine Funktion. Bewegt sich, super. Und mal mit Motor starten. Echt, Turm. Super. Funktioniert. Das ist die Lösung für Sparfüchse. Ja. Ja, Vorschläge willkommen. Holzgriff, sagt Nils. Wir sind natürlich ein seriöses Unternehmen und das hier ist vielleicht die allerübelste Lösung für Sparfüchse. Wir machen das jetzt wieder rückgängig und bauen das Originalteil ein, weil 700 Euro haben wir ja nun schon mal ausgegeben. Dann landen die auch in diesem Auto. So, wir wollen jetzt den alten Zusatzluftschieber ausbauen. Der hängt ja mit seinem Kern im Kühlwasser. Und damit uns da kein Malheur passiert, lassen wir jetzt einmal das Kühlwasser ab. Zumindest zum Teil. Oh. Frische Sachen angezogen. Und nun das wieder.
So, wir haben jetzt einige Liter Kühlwasser abgelassen. Das sollte hoffentlich reichen, damit wir jetzt den Luftschieber ausbauen können und nichts überschwappt. Nils hat eine neue Schlauchstelle aufgesetzt auf den kleinen Schlauch, den wir ab hatten. Und wir haben jetzt geguckt, ob alles dicht ist. Sieht gut aus, wir starten den Motor. Es wird. Im Warmlauf hinterher 750, hattest du aufgeschrieben. Von 1200 bis 1300 in der Kaltlaufphase. Guck mal, jetzt geht er doch richtig runter, schön. Da geht er jetzt richtig genau in den Bereich, wo er liegen soll. Das ist doch klasse. Ich habe hier mal so einen Auszug aus dem Werkstattinformationssystem von Mercedes. Und zum Abschaltpunkt des Zusatzluftschiebers steht hier, die Motordrehzahl soll nach dem Kaltstart ca. 800 bis 1000 Umdrehungen betragen. Anschließend erhöht sich die Drehzahl bis auf 1200 bis 1300 Umdrehungen, um bei ca. 70 Grad Celsius Kühlmitteltemperatur, da waren wir jetzt eben zum Schluss, auf die normale Leerlaufdrehzahl abzufallen. Und die liegt nach Tabellenbuch bei ca. 750 Umdrehungen. Und wir lagen jetzt eben zuletzt bei 780. Also Top-Ergebnis. Also das hatten wir uns so fast gar nicht zu träumen erwagt. Das ist toll. Ganz zu Anfang war ich ein bisschen nervös, dachte so die ersten 20 Sekunden, es wird nicht, aber jetzt ist super. 1A, ne? Also okay, 700 Euro gut angelegtes Geld, kann man sehen, wie man will. Aber von der Sache her haben wir das Auto wieder ins Laufen gekriegt und das ist die Hauptsache. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.